Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz kleinen Ansage. Ich hatte euch ja gesagt, der Kanal pausiert bis zum 15.04. Jetzt hatte ich dreimal so ganz spontan gestreamt. Ich war die Woche vor dem ersten dieser drei Streams ja richtig krass krank gewesen und dann über eine Woche flach gelegen und ich hatte es ja schon mal erwähnt, die Halsschmerzen meines Lebens gehabt. Jetzt habe ich, am Dienstag, bin ich dann aufgewacht und hatte wieder, voll die fiesen Halsschmerzen. Das war ich gestern mal beim Arzt gewesen. Wollte mir eigentlich Antibiotika verschreiben lassen. Das war auch der Grund, warum ich bis jetzt noch nicht beim Arzt war, weil ich einfach keinen Bock hatte auf Antibiotika. Der Arzt meinte aber, Antibiotika, gibt es da nicht, bringt da nichts, weil das eine Virusinfektion ist, die wohl auch in Berlin gerade irgendwie umgeht. Und die äußert sich eben durch echt einen hartnäckigen Halsschmerz. Und viele haben dann, der Arzt sagte, einen sogenannten Ping-Pong-Effekt. Und hat mir absolute Ruhe verordnet. Und das bedeutet natürlich, dass ich hier den Kanal nicht weiter füttern kann. Ich war dann gestern auch mit meiner Freundin irgendwie noch was essen gewesen. Und da unterhält man sich natürlich bei Tische, und prompt hatte ich abends halt wieder total übertriebene Halsschmerzen. Also lange Rede, kurzer Sinn, der Basti muss bis auf Weiteres seine Stimme schonen. Das tut mir natürlich leid. Ihr werdet jetzt alle wieder sagen, Mensch, macht ja keinen Kopf, Gesundheit geht vor. Das weiß ich, deswegen seid ihr auch alle so cool. Ich will es euch einfach nur sagen. Ich habe allerdings schon ein bisschen aufgenommen. Der Plan war ja auch ein bisschen, dass ich ein paar Videos dann schon vorproduziere und so bis zum 15. Und das habe ich auch getan. Von daher wird es ein bisschen Content geben. Das beschränkt sich leider auf Pathfinder Kingmaker. Was heißt leider? Ich mag dieses Projekt ja sehr, aber ich weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist und viele vor allen Dingen auf War in the East vielleicht gewartet haben oder vielleicht auch auf Battlefleet Gothic. Es kann sogar sein, dass ich mal eine Folge jetzt irgendwie nach dem Wochenende, jetzt am Wochenende werde ich auf keinen Fall irgendwas machen, vielleicht eine Folge Battlefleet machen. Besonders schade ist es eigentlich, weil ich ja für Empires, also Field of Glory Empires, einen Key bekommen habe und da auch eingeladen wurde, an dieser Challenge von Influencern teilzunehmen. ich werde es jetzt offscreen ein bisschen zocken, einfach um mich da schlau zu machen, und dann werden wir vielleicht nächste Woche, also ich habe ja bis zum 19. Zeit, das abzugeben, die Challenge. Ich hoffe mal, bis dahin ist mein Hals einfach nicht mehr so rot. Also danach werde ich ein bisschen gehen, ob ich dann die Stimme mal wieder belaste oder nicht, je nachdem, wie die Rötung da in meinem Hals voranschreitet, beziehungsweise zurückschreitet. Also so soll das ja gehen. Von daher hat Empires jetzt irgendwie Priorität. Ich schreibe aber schon auch an den Tutorial und auch an War in the East arbeite ich schon, aber eben aufnehmen geht halt leider nicht. Alles andere kann ich natürlich machen. Also ich habe ansonsten zum Glück keine Erkältungssymptome. Ja, der Arzt sagte auch, das ist ganz typisch. Also der ist auch nicht eitrig, der Hals. Der ist einfach nur feuerrot und es äußert sich vor allen Dingen durch richtig, richtig krasse Halsschmerzen. Und ansonsten geht es mir aber gut. Ne? Also ich habe kein Fieber oder so. Also das ist schon mal insofern ganz cool, weil ich dann zumindest nicht bettlägerig bin oder so. Also das zu eurer Information. Und wie gesagt, es gibt ein bisschen Pathfinder für euch zu gucken. Und auch alle, die diese Serie bis jetzt nicht geguckt haben. Es ist ein ganz schöner Zeitpunkt auch, um einzusteigen. Es ist ja so, dass es am Anfang so ein bisschen Rollenspiel ist und dann eben kommt auch so eine Strategiekomponente dazu, wo man eben eine Baronie und dann später ein Königreich verwalten muss, wo man auch welche Ländereien sich aneignen kann und erobern kann und. Also das sieht sehr interessant aus. Ich habe jetzt auch erstmalig da überhaupt einen Einblick gewonnen in diesen Strategiemodus und das sieht wirklich ganz, ganz interessant aus. Und ansonsten ist Pathfinder natürlich sowieso musikalisch und grafisch eine Wucht und auch von der taktischen Tiefe her ist es enorm. Und da habe ich auch viel dazugelernt. Also ich kämpfe effizienter
Und von daher geht es da jetzt steil bergauf und es kommen ein paar spannende Folgen. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, dieses Let's Play, würde ich mich freuen, wenn ihr da vielleicht einen Quereinstieg macht. Da müsst ihr jetzt nicht alle 38 Folgen sind es, glaube ich, die quasi ja nur so eine Art Prolog sind oder so. Also, ihr könnt dann direkt mit dem finalen Kampf einsteigen und dann eben den Ritterschlag zum Adelstitel des eines Barons miterleben. Wirklich schön gemacht und ein ganz tolles Spiel. Aber ich sabbel schon wieder zu viel. Ich muss ja meine Stimme schonen. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ach, eins möchte ich noch ganz, ganz dringend loswerden. Ich treffe mich morgen mit dem Paolo von Slytherin. Ich stehe in engem Kontakt zu dem guten Mann. Ich bin ganz, ganz gespannt, den kennenzulernen. Der wirkt immer per E-Mail sehr, sehr sympathisch. Und natürlich werde ich mit ihm dann das Jahr 2019 planen. Also ich will einfach wissen, was da so für Projekte anstehen und so. Und wenn ihr Fragen habt an Slytherin, also was ist ich, gibt es ein neues War in the East oder bla bla bla, ja, oder was es gibt für Releases oder ja, also egal, wenn ihr irgendeine Frage auf dem Herzen habt, dann schreibt mir das heute noch oder morgen tagsüber auf Discord bitte. Oder ihr könnt es auch hier unter dieses Video posten, ist auch kein Problem. Und dann werde ich das weitergeben und dann das in einem Video eure Fragen dann beantworten. Also ganz, ganz feine Sache. Natürlich werde ich auch so über Artikel 13 dann mal reden mit dem Paolo, wie die sich das vorstellen und wie wir unsere Zusammenarbeit da europafest machen können. Also Pläne sind dann wie folgt. Natürlich gesund werden erstmal, ja, je nachdem, wie lange das dann dauert, geht's hoffentlich vielleicht schon weiter dann Ende nächster Woche. Am 18.04. geht Chaos Bane in die zweite Beta. Das werde ich mit euch natürlich auch, da will ich mit euch natürlich auch reinschauen. Vielleicht gibt es eine neue Klasse zu spielen. Ich gucke mal, was sich an, vielleicht hat sich was an Mechaniken verändert, haben die am Sound nochmal was gedreht. Und so weiter. Am 25. April kommt Imperator Rome. Das steht natürlich auch ganz klar auf der Agenda hier auf dem Kanal. Und am 30. April kommt dann U-Boot. Also, ich denke mal, es wird ganz schön spannend. Ein Haufen geiler Stuff kommt jetzt hier auf B-Seiten Gaming Ende April. Und je nachdem, wie fit und wann ich wieder fit bin und so weiter, müssen wir mal gucken, ob wir das alles also terminiert dann halt so mitnehmen können, wie die Releases sind oder ob es halt irgendwie dann ein bisschen später wird. Aber natürlich die Beta, die wartet natürlich nicht auf mich, ne? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, euch bleibt der Halsschmerz erspart. Und ich werde mich mal weiter schonen und weiter gesunden und halte euch dann natürlich auf dem Laufenden. Und sobald ich einsatzbereit bin, geht's an die Front. Ich bin der Basti, ich bin hier raus. Ciao, ciao.